Hallo, ich bin Marcel von ebikers.de und ich möchte euch herzlich willkommen heißen zu unserem großen Fahrradlichttest. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist Sehen und Gesehen werden noch wichtiger als ohnehin schon. Deswegen haben wir 5 der besten Fahrradlampen ausführlichst getestet. Von 40 Lux bis 100 Lux ist alles dabei, je nachdem, was das Einsatzgebiet sein soll. Denn insbesondere in der Stadt ist es eher entscheidender, dass ich überhaupt gesehen werde. Das heißt, da brauche ich eine nicht ganz so starke Luxzahl. Während es Offroad ohne Lampen, ohne Reklame, ohne Leuchten, ohne externe Quellen ist es umso wichtiger, dass ich auch wirklich eine leuchtstarke Lampe dabei habe. Deswegen haben wir die besten Listen von Amazon durchgeschaut. Wir haben die Testberichte und Testsiege uns angeschaut und haben die 5 der beliebtesten Lampen heute hier ausführlich im Test. Zum einen haben wir die LED Fahrradbeleuchtung im Set dabei. Als nächstes haben wir die Sigma Sportster Frontleuchte sowie die Mono Rückleuchte. Von Büchler haben wir hier die Vancouver als Frontlicht und Rückleuchte mit dabei. Und von KitEye ist die G-Volt 50 ebenfalls in einem Set mit vertreten. Als Spitzenmodell haben wir die Trelock 760 Eco Vision im Set. Eine gute Fahrradlampe sollte nicht nur leuchten. Klar, das ist das Wichtigste, aber es gehört dennoch ein bisschen mehr dazu. Deswegen haben wir alle Lampen einer Kriterienliste von 6 Kriterien unterzogen. Mit dazu gehört eine gute Verarbeitung, damit sie langlebig ist und ihr auch viel Spaß daran habt. Zum anderen sollte aber auch die Montage einfach von der Hand gehen und möglichst ohne Werkzeug und Schmerzen daherkommen. Auch das Handling ist besonders wichtig, denn im Zweifel muss ich jeden Tag mehrmals die Fahrradlampe an- und abstecken können. Die Leuchtkraft und der Leuchtkegel sind in Abstand die wichtigsten Kriterien für eine gute Fahrradlampe. Ebenso die Leuchtdauer und Energieeffizienz. Last but not least ist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ein Punkt auf unserer Kriterienliste. Beim Thema Verarbeitung ist schon mal positiv anzumerken, dass alle Lampen eine STVZO-Zulassung haben und insgesamt die Verarbeitung auf einem guten oder sogar sehr guten Niveau liegt. Dennoch gibt es so ein paar Unterschiede im Detail. Beispielsweise wirkt das Gehäuse der Büchel Vancouver durch das silberne Plastik ein bisschen minderwertig. Auf der anderen Seite ist aber das Laden besonders komfortabel, da hier an eine Umklappflasche gedacht wurde, die man einfach mit einem Fingerwisch sozusagen umlegen kann, um dann das Kabel einzuführen. Wirklich gut gelöst. Demgegenüber steht das Negativbeispiel der Sigma Mono Rückleuchte. Sie hat ebenfalls bei der Gummilasche so einen kleinen Nipsel dran, der allerdings sehr filigran ist und der droht schnell abzureißen. Beim Thema Wetterfestigkeit wird man bei den Herstellern nicht im Regen stehen gelassen. Alle geben sie an, dass die Lampen ausreichend vor Regen und vor Wettereinflüssen geschützt sind. Insbesondere die Elehard sagt, dass hier die Lampe IPX6 zertifiziert ist, was bedeutet, dass sogar Strahlwasser mit ordentlich Druck nicht ins Gehäuse dringen kann. Entgegen unserer Erwartungen war das Thema Montage ein besonders dankbares Thema, denn alle getesteten Lampen ließen sich ohne jegliches Werkzeug montieren. Im einfachsten Fall war es wie bei der LHOT, dass ich eine Gummischlaufe einmal um den Lenker wickeln ließ und schon war das Thema erledigt. Aber auch die anderen Kandidaten im Testfeld mussten sich wirklich nicht verstecken, denn auch da war die Montage mit wenigen Handgriffen innerhalb von 30 Sekunden abgeschlossen. Eine gute Fahrradlampe sollte auch ein gutes Handling haben. Dementsprechend war es für uns wichtig, dass sich eine Fahrradlampe einfach laden lässt, dass sie sich einfach mitnehmen lässt und vor allen Dingen auch, dass das Handling im Sinne von einer guten Bedienung möglichst einfach vonstatten geht. Beim Thema Laden schon mal das Beste vorweg. Alle getesteten Modelle setzen auf Lithium-Akkus, das heißt, es sind keine Batterien mehr nötig. Die werden auch über Micro-USB geladen. Die Trelock wird sogar über USB-C bereits schon geladen. Auch das ist sehr erfreulich. Beim Thema Abmessung und Gewicht gibt es schon Unterschiede, die fallen jetzt aber auch nicht so gravierend aus. Die größeren Kandidaten sind hier schon die Büchler Vancouver oder auch die Trelock, die im Set 216 Gramm wiegt. Das ist schon ein bisschen mehr. Das Gleichgewicht haben wir bei der Elhard im Set mit ganzen 100 Gramm. Beim Thema Lichtstufen kann man sagen, dass alle getesteten Lampen mindestens 2 Modi haben. Einen Eco-Modus, der etwas stromsparender ist, oder eben auch einen Modus für besonders helles Leuchten. Im Falle der Trelock ist es so, dass sie 5 Abstufungen hat. Darüber hinaus hat sie noch ein sehr großes Display, was nicht nur die aktuelle Lichtstufe angibt, sondern auch die Restlaufzeit sowie Uhrzeit und andere nützliche Informationen. Als einzige im Test bietet sie sogar eine digitale Wasserwaage an. Das heißt, sie zeigt an, ob die Lampe zu weit nach vorne oder nach hinten geneigt ist
und jemanden erblenden könnte oder eben zu sehr halt in den Boden reinscheint. Dafür sind 4 Striche angezeigt, die alle in einer horizontalen Waage sein sollten. Die Elehot hat einen Stromsparmodus, der über einen Lichtsensor die Umgebungshelligkeit berücksichtigt und das Licht automatisch runterregelt. In der Praxis ist das ein bisschen ungewohnt, aber durchaus effektiv für eine längere Lichtdauer. Beim Thema Handling war insbesondere wichtig für uns, wie komfortabel lassen sich die Anstecklichter anstecken und auch wieder mitnehmen. Da gab es durchaus ein bisschen Licht und Schatten. Grundsätzlich haben sich alle Lampen gut montieren lassen. Das war in der Regel irgendwie ein Einrastmechanismus. Das hat in der Regel gut funktioniert. Schwieriger war dann schon eher das Abnehmen wieder. Die Trailock macht das sehr vorbildlich. Sie hat dort einen weichen, großen Knopf an der Unterseite, den man ganz einfach drücken kann. Und ohne viel Kraftaufwand lässt sich die Trailock dann entfernen. Bei der Vancouver war es ebenfalls relativ simpel. Da war der Knopf zwar nicht ganz so weich und angenehm, aber insgesamt konnte man auch da die Vancouver sehr schnell vom Schlitten schieben. Die Elehot hatte das praktischste oder komfortabelste Modell, in dem man schlichtweg das Gummiband abnehmen konnte. Und das galt sowohl für das Vorder- als auch das Rücklicht. Es gibt natürlich auch da einen Hebel zum Rauf- und Runterschieben, aber ehrlich gesagt war das mit dem Gummiband fast schon komfortabler zu lösen. Weniger gut hat uns bei der GetEye gefallen, dass man zum Lösen einen recht spitzen Hebel drücken musste. Das war auch noch okay, aber es hat schon ein bisschen wehgetan. Das könnte man besser lösen. Weniger gut hat uns beim Rücklicht der Trailock gefallen, dass das Licht an so einem Hebel montiert war, der durch die Erschütterung der Fahrt dann mit der Zeit durch abknicken kann. Das hat wiederum GetEye besser gelöst. Hier ist das Rücklicht mit einer Arretierungsschraube festgemacht, sodass man die Arretierungsschraube eben lösen kann, um einen bestimmten Winkel einzustellen und sie dann wieder feststellen kann, wenn man den Winkel gefunden hat, wie es sein soll. Und dann bleibt sie auch bombenfest in diesem Winkel. Wo wir auch so ein bisschen Bedenken haben, ist das Rücklicht der Sigma, das sogenannte Mono. Hier war die Montage zwar relativ simpel, über diesen Gummiring möglich, einfach einmal um den Sattel oder Sattelstange rumschnallen, aber es ist recht starr. Ich kenne solche Ringe auch aus anderen Konstruktionen und ich habe ein bisschen Sorge, dass hier dieser Ring mit der Zeit porös wird und relativ schnell dann seinen Dienst quittiert. Ob das so ist, müsste ein Langzeittest wirklich dann zeigen. Kommen wir jetzt zum Herzstück unseres Tests, die Leuchtstärke und auch der Leuchtkegel. Denn neben der Leuchtstärke ist auch für viele entscheidend, dass der Leuchtkegel, das heißt die Form, die ein Vorderlicht abwirft, entsprechend gut ist. Ja, dass es sowohl auch breit einen Weg ausleuchtet, aber auch in die Länge geht. Da ist es wiederum so ein bisschen entscheidend auch, was will ich. Wenn ich das Vorderlicht so ausrichte, dass ich das eher sehr kurz vor mir, so 2, 3, 4, 5 Meter ausrichte, habe ich es etwas heller, aber dafür eben eher ein bisschen punktorientiert. Wenn ich es weiter in die Ferne ausrichte, habe ich ein deutlich breiteres, weicheres Feld, aber da ist auch ein bisschen die Gefahr dabei, dass ich nicht das sehe, was direkt vor mir ist und möglicherweise könnte ich auch jemanden blenden. So oder so, wir haben alles mal getestet, wir haben auch ein bisschen rumgespielt mit der Entfernung und rausgekommen ist Folgendes. Besonders gut hat uns die Trailock 760 gefallen, weil sie mit ihren 100 Lux bestens geeignet ist, um jeglichen Weg auszuleuchten. Ob in der Stadt oder Offroad, weil sie gerade Offroad ihre Stärken richtig ausreizen kann, da sie ein sehr helles, breites Lichtbild gibt. Die Lichtkante selbst ist beim recht hart, ja, also das heißt, der Lichtkegel endet sehr deutlich, läuft also nicht so weich aus. Sie ist aber auch für den Stadtverkehr geeignet, weil man sie einfach ein bisschen runterdimmen kann und dann ebenfalls eine gute Leuchte hat, die dann sogar noch länger hält. Ein bisschen aufpassen sollte man in der Stadt, dass wenn man die stärkste Lichtstufe nimmt, die Lampe nicht zu hoch anstellt, also den Neigungswinkel so ausrichtet, dass man eher auf die Straße eben leuchtet. Das sollte selbstverständlich sein, aber man sollte darauf achten, weil man sonst damit doch schon entgegenkommenden Verkehr ordentlich blenden könnte. Ebenfalls gut hat uns gefallen die Elehot. Sie wird nur mit 300 Lumen angegeben, was so ungefähr gefühlten 40 Lux ungefähr entspricht. Aber die Ausleuchtung ist wirklich sehr gleichmäßig, sehr angenehm. Die Breite des Lichtkegels ist groß genug,
Aber es geht auch nach in der Höhe sozusagen, nach vorne raus, hat sie viel Reserven. Sie schafft es halt, sehr angenehm auszuleuchten. Es ist sicherlich keine Leuchte für Offroad. Dafür ist das Licht dann möglicherweise nicht stark genug. Aber für Allrounder, für Stadtverkehr, für Landstraße reicht es völlig aus. Und hat uns da schon ziemlich gut gefallen, weil sie auch ein sehr angenehmes, weiches Lichtprofil hat. Also wirklich beeindruckend, insbesondere wenn man den Preis noch dazu berücksichtigt. Die GetEye G-Volt 50 ist eine sehr spezielle Lampe. Und speziell mache ich in diesem Kontext durchaus positiv, weil sie einen sehr breiten Lichtkegel hat, den breitesten im ganzen Testfeld. Das ermöglicht es, dass ich durchaus, insbesondere Offroad könnte ich mir vorstellen, oder eben bei unwiegerem Gelände oder vielleicht auch in sehr kurvigen Gelände, durchaus sehen kann, was links und rechts noch des Weges ist. Also das hat uns auch sehr gut gefallen, vor allem ist die Ausleuchtung auch durchaus gut. Also man kann sehen, dass da durchaus noch 10 Lux mehr drin stecken als bei der Vancouver oder vielleicht auch bei der Sportster sowieso. Dennoch ist die Höhe, das heißt die Weite, wie weit die Ausleuchtung des Weges ist, für uns ein bisschen gering. Also das hätte durchaus nur etwas mehr sein dürfen. Dennoch eine interessante und durchaus gute Lampe. Die Büche Vancouver ist eine sehr gute, ich würde sagen, Allrounder-Lampe, weil sie nicht zu breit ausleuchtet, aber auch nicht so schmal, sondern wirklich den Weg, den ich vor mir habe. Und vom Lichtprofil ist sie weich auslaufend, hat den Schwerpunkt ein bisschen eher von dem, was dann in der Ferne liegt, was noch einige Meter vor mir liegt. Aber das, was auch vor mir direkt ist, in unmittelbarer 1, 2, 3 Meter Nähe, wird ebenfalls noch ausreichend gut ausgeleuchtet. Das kommt manchmal auf den Videos, auf den Bildern nicht so gut rüber, aber durchaus ist das eine Empfehlung wert. Kommen wir zu unserem Sorgenkind, das ist die Sigma Sportster. Hier ist die Ausleuchtung wirklich nicht gut. Sie wirft vom Lichtkegel her eher ein Punktlicht, 2, 3, 4, 5 Meter vor das Fahrrad. Aber alles, was links und rechts von diesem Punktlicht weg ist, versinkt schon in Dunkelheit. Das ist nicht ausreichend, wenn ich die Lampe so einstelle, dass ich sie weiter so neige, dass sie mehr in die Ferne leuchtet, wird es deutlich besser. Aber dann sehe ich schon nicht mehr, was direkt vor mir, vor meinem Fahrrad passiert. Auch die Leuchtstärke wird hier mit 40 Lux auf der Verpackung angegeben. Für den einen Punkt mag das passen, aber da subjektiv ist der Eindruck der, dass das schwächer ist. Ist jedenfalls keine Empfehlung wert, muss man so sagen. Wir haben jetzt 5 Fahrradlampen gesehen. Dennoch möchte ich ganz gerne alles in einer Übersicht zusammenfassen, damit man die verschiedenen Lichtstärken und Lichtkegel auch miteinander besser vergleichen kann. Das habe ich hier gemacht und ihr seht in der oberen Zeile die verschiedenen Fahrradlampen und in der unteren Zeile seht ihr im Grunde das gleiche, allerdings habe ich hier die verschiedenen Lichtprofile mal direkt vor das Fahrrad auf die Straße projiziert, damit man etwas besser sehen kann, wie sozusagen der Lichtkegel fällt. Was man hier durchaus recht schnell erkennen kann, ist eben, dass die Trail-Lock sehr hell ist. Sie hat auch eine recht scharfe Lichtkante, ist in der tatsächlichen Ausleuchtung, in der Wahrnehmung, in der Realität noch besser als hier auf dem Foto, wie ich finde. Aber man kann auch hier schon sehen, dass die Ausleuchtung wirklich brillant ist. Bei der GetEye ist es, wie auch vorhin schon gesagt, so, dass sie sehr breit ausleuchtet. Dafür ist die Höhe aber etwas schmal. Besser macht das hier die L-Haut, die ist wirklich eine sehr gleichmäßige Lampe, die sowohl in der Breite als auch in der Höhe ausreichend angenehm ausleuchtet. Man sieht alles, insbesondere für die Stadt, super. Auch als Allrounder ist sie wirklich sehr gut geeignet. Offroad müsste man mal schauen, da kann sein, dass sie da vielleicht ein bisschen zu schwach ist. Die Sigma Sportster hingegen war wirklich eher ein Ostlicht. Perspektive betrachtet ein Reinfall. Wir haben sie jetzt hier auf dem Bild auch schon relativ weit in die Ferne gerichtet. Da hat sie einen besseren Eindruck gemacht. Wenn man sie allerdings weiter nach vorne richtet, hat man wirklich nur einen Punktspot. So weit, wie wir sie hier auf dem Foto in die Ferne gerichtet haben, sollte man es eigentlich in der Praxis nicht tun, weil da kann man schon mal Gefahr laufen, dass man Gegenverkehr blendet. Die Büche Vancouver ist hingegen ebenfalls eine sehr gute Allrounder-Lampe, die sowohl nach rechts und links noch ausreichend breit den Weg ausleuchtet, aber natürlich auch alles, was vor ihm liegt. Ebenfalls wirkt sie in der Realität noch ein bisschen besser als hier auf dem Foto, ist also so gesehen wirklich eine Empfehlung wert, was das Thema Ausleuchtung betrifft. Noch ein Wort zu den Rückleuchten, die haben wir bisher nämlich noch gar nicht besprochen.
Auch die sind sehr interessant, weil fast jede Rückleuchte hat etwas, was sie einzigartig macht. Fangen wir bei der Trelloc an. Die hat die kleinste Lichtfläche in unserem Test. Allerdings ist dieses Licht extrem hell und auch sehr langlebig, was die Lichtdauer betrifft. Dazu kommen wir aber später nochmal. Die Sigma Mono ist ein nicht so extrem helles Licht, aber sie macht einen runden Lichtkegel, der vor allen Dingen eines der größten Lichtflächen ist. Dadurch kann man insbesondere in der Stadt schon von weiter Ferne aus gut auch gesehen werden, weil eben, wie gesagt, die Lichtfläche sehr groß ist. Von der Ellhardt, das Rücklicht, zeigen sich dadurch aus, dass es relativ breit ist. Man hat vor allem 5 verschiedene Lichtmodi, die man hier einstellen kann. Wobei, soweit ich weiß, nur eigentlich das Dauerlicht wirklich zulässig ist. Dennoch auch hier ein gutes Allrounder-Licht. Die Cat Eye ist ebenfalls hat eine spezielle Charakteristik. Sie hat nämlich 2 Leuchtdioden, die zusammen so ein bisschen so einen überlagerten Kreis geben. Ebenfalls sehr interessant. Und eines der spannendsten Konstruktionen ist die Vancouver, also das Rücklicht der Vancouver, weil sie nicht nur nach hinten scheint, sondern ringsherum ebenfalls eben ein Licht wirft. Bei den Vorderleuchten gab es im Ergebnis tatsächlich einige Überraschungen. So hat die Sigma Sportster sich mit 584 Minuten Leuchtdauer wirklich auf Platz 1 festgefressen. Mit ein bisschen Abstand auf Platz 2 gab es dann die Büche Vancouver mit 348 Minuten, ungefähr gleich auf mit der Trelloc mit 332 Minuten. Auf den letzten beiden Plätzen dann die Ellhardt und die Cat Eye G-Volt 50 mit ungefähr 225 Minuten Leuchtdauer. Kommen wir zu einigen Besonderheiten, die uns im Langzeittest aufgefallen sind. So ist es so, dass die Ellhardt und auch die Trelloc langsam ihre Leistungsstärke herunterregeln, wenn sich der Akku dem Ende entgegen neigt. Natürlich mit der Idee, möglichst lange noch überhaupt leuchten zu können. Das ist auch an sich ein ganz sinnvolles und schlüssiges Vorgehen. Die Sigma geht die letzten 90 Minuten in eine Art von Blinkmodus über. Das heißt, sie leuchtet nicht mehr permanent, sondern blinkt so ein Stück weit. Vielleicht auch um Akku zu sparen, aber definitiv zeigt es auch an, ich bin bald am Ende meiner Leistung. Bei der Ellhardt muss man noch dazu sagen, das ist noch eine Besonderheit, sie hat ja diesen automatischen Lichtmesser, zumindest diesen Modus. Das heißt, sie regelt sich automatisch runter, wenn ausreichende Umgebungshelligkeit da ist. Das heißt, in einem Praxistest auf der Straße würde sie wahrscheinlich noch ein bisschen länger durchhalten. Kommen wir jetzt zum großen Fazit unseres Fahrradlichttests. Auf dem letzten Platz finden wir die Sigma Sportster. Die kostet derzeit 75 Euro, plus minus, das schwankt ja durchaus immer recht stark auch, bietet aber dafür nur 40 Lux. Und zwar hat sie auf der einen Seite eine besonders lange Dauer gehabt, eine lange Leuchtdauer, hat da den Sieg sich geholt, aber das nützt einfach gar nichts, wenn am Ende nur so ein kleiner Spot auf die Straße geworfen wird. Also das hat uns doch massiv enttäuscht. Demgegenüber steht hier allerdings das schöne Rücklicht, das ist sehr groß, das ist das Mono, es gibt auch einzeln zu kaufen, ist durchaus nochmal einen Blick wert. Auf dem vierten Platz steht die Cat Eye G-Volt 50 mit entsprechend 50 Lux und auch ungefähr 50 Euro im Einkauf. Auch das schwankt wieder so ein bisschen. Sie hat uns nicht vollständig überzeugt, was allerdings sehr gut bei ihr ist, ist das wirklich breite Lichtprofil. Ist sicherlich insbesondere auch für Autos ein bisschen geeignet oder etwas schlängeliges oder unwegsames Gelände. Ihr dürft es gerne allerdings in der Höhe ein bisschen mehr Licht sein, also nach hinten raus. Ja? Dürft ihr gerne die beleuchtete Fläche noch ein bisschen größer sein, dann würde ich hier sicherlich auch noch ein bisschen mehr auf dem Punktekonto stehen. An sich allerdings eine interessante Empfehlung für alle, die halt ein breites Lichtfeld benötigen. Eine sehr gute Allrounder-Leuchte ist die Vancouver von Büchel. Mit rund 40 Euro und 40 Lux kommt sie daher und bietet ein gutes Allround-Paket, sowohl was die
Lichtbreite als auch Lichthelligkeit betrifft, kann man mit ihr wirklich guten Gewissens unterwegs sein. Besonders herausbehebenswert ist einerseits, dass das Handling von der Leuchte sehr gut ist. Es geht sehr einfach rein und raus. Aber gerade auch das Rücklicht hat halt diesen speziellen Modus, in dem es, oder beziehungsweise diese Besonderheit, dass es eben rundherum läuft und nicht nur nach hinten abstrahlt. Zudem lässt sich eben auch der Winkel verstellen und dann auch mit einer Schraube arretieren. Gut gelöst, daher Platz 3 für die Vancouver. Kommen wir auch schon zu Platz 2 und unserem Preis-Leistungssieger in unserem Test. Denn die L-Hot kostet im Set nur rund 30 Euro oder sogar teilweise deutlich drunter, bietet aber eine extrem gute Verarbeitung dafür, hat, und das zeichnen sie aus, ein super Handling. Es lässt sich innerhalb von 2 Sekunden montieren und demontieren. Und was sie eben auch auszeichnet, ist, dass sie ein besonders weiches und auch ausgewogenes Lichtbild hat. Vom Lichtprofil her leuchtet die Straße gut aus, gleichmäßig, ist sicherlich nicht die hellste Kerze auf der Torte, nicht die hellste Leuchte im Test mit den 300 Lumen, aber für Stadt, für Land, für die allermeisten Anwendungen völlig ausreichend und würde ich sogar vielfach empfehlen. Kommen wir jetzt zum Gesamtsieger unseres Tests und zu Platz 1. Und das ist die Trelloc 760 Aiko Vision im Set. Das gute Stück kommt mit 100 Lux daher und kostet leider auch fast genauso viel Geld. Es ist sicherlich kein Schnapper, aber dafür wird auch einiges geboten. Sie kommt mit einem sehr großen Display, was alle wichtigen Informationen anzeigt. Es hat 5 Einstellmodi, was die Leuchtstärke betrifft. Es kommt mit einer Powerbank daher, einer digitalen Wasserwaage, mit der man halt die Neigung ideal einstellen kann und. Hat viele Features, viele Funktionen, super Verarbeitung. Und eins der wesentlichen Hauptargumente ist auch noch, dass man neben der L-Hot die Trelloc wirklich super schnell vom Fahrrad bekommt. Durch diesen guten und angenehmen Griff einfach hingehen, drücken, weg. Ja, so raufsetzen und abnehmen von der Fahrradleuchte. Waren wirklich so gut wie in fast keinem anderen Licht. Zusätzlich ist es so, dass sie auch eine extrem gute Lichtausbeute hat. Das war die lichtstärkste Lampe bei uns im Test. Sie hat ein sehr scharfes Lichtprofil, also der Lichtkegel ist ausreichend breit und weit. Gleichzeitig hat sie eine scharfe Lichtkante, sodass man sie auch sehr genau justieren kann, sodass man auch keinen entgegenkommenden Autofahrer oder Radfahrer blendet. Der Eco-Modus schafft sogar über 9 Stunden, wenn man sie so lange halten wollen würde. Im normalen Modus, so war unser Test ausgelegt, war sie immer noch im oberen Mittelfeld dabei. Die Rückleuchte schafft sogar bis zu 12 Stunden Leuchtdauer, ebenfalls einen Spitzenwert. So gesehen ein wirklich fähiger und würdiger Gesamtsieger in unserem Test. Noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss. Ich habe einen sehr ausführlichen Artikel mit diesen 5 Fahrradlampen im Vergleichstest geschrieben. Dort findet ihr noch mehr Specs, noch mehr Bilder, noch mehr Infos. Schaut da gerne rein, ich habe es in den Notes verlinkt. Wenn euch ein bestimmtes Modell besonders interessiert, dann habe ich auch dazu ein eigenes Testvideo gemacht und auch einen eigenen Artikel geschrieben. Schaut auch da gerne rein, auch den habe ich hier mit verlinkt. Und ihr würdet mir sehr helfen und mich unterstützen, indem ihr kurz einen Like gebt. Ansonsten wünsche ich euch viel Freude mit dem Fahrradlichtkauf. Und sage bis bald, euer Marcel von eBikers.de.